Lieber Karin, du bist aus Hessen. Danke, dass du vorbeigekommen bist hier runter an Bodensee. Wann hast du dich das erste Mal an Zananda gewandt und aus welchem Grund? Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich das erste Mal an ihn, ich habe zwei Aufträge bei ihm gemacht. Der erste Auftrag war im 2017 war der bereits. Das war Januar 2017. Ja. Aus welchem Grund? Da ging es speziell um eigentlich meinen spirituellen Weg. Also ich habe das erste Buch von ihm gelesen, habe es nicht mehr weggelegt. Also das war innerhalb von ein, zwei Tagen habe ich es fertig gelesen, das Buch. Du wolltest, also hattest keine konkreten Beschwerden, du bist beruflicher Betriebswirt. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf, was du sonst so alles machst. Aber du hattest keine konkreten Beschwerden, sondern wolltest eigentlich wohl Hinweise oder Orientierung für deinen geistigen Weg oder den spirituellen Weg haben? Ich habe einfach so gemerkt, er ist derjenige, der mich weiterbringt. Das war so ein, ich habe auch einfach gemerkt, dass er einfach ein enormes spirituelles Wissen hat. Klar, also es haben sich sehr, sehr viele Sachen auch verändert, aber das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe das und das an dem und dem Körperteil, wie es ja bei vielen Klienten, glaube ich, auch der Fall ist, wie man lesen kann in Feedbacks, sondern es war mehr so dieses, die Neugier, was kommt auf mich zu. Gut, was ist denn dann nach dem nächsten Auftrag passiert? Was hast du erlebt? Das war so ein Prozess. Also es ging bei mir nicht direkt auf Knopfdruck. Ich habe es nicht direkt gemerkt, sondern es war über einen längeren Zeitraum, habe ich mehrere Süchte einfach losgelassen, nach und nach. Und bin in meinem spirituellen Weg, also ich bin ruhiger geworden, also ich habe mich auch mehr in meine Mitte begeben. Karim, Nachfrage. Du hast vorhin gesagt, du hast dich an ihn gewandt, um Orientierung für den spirituellen Weg zu bekommen. Jetzt hast du gesagt, du konntest manche eingefahrenen Suchtverhalten ablegen. Das war aber nicht der Grund, warum du dich an ihn ursprünglich gewandt hattest. Oder? Genau, so ist es. Das war es nicht, das war die Begleiterscheinung. Und das hat mich dann auch so gewundert. Also ich habe als Beispiel einen Kaffee getrunken und dann habe ich gesagt, das gehört nicht zu mir. Also das hat mich dann gewundert so. Und deswegen hat mich das neugierig gemacht, dann kam es auch zum zweiten Auftrag. Ah ja, und beim zweiten Auftrag hatte der auch wieder mit dem geistigen Weg zu tun oder auch mit konkreten Beschwerden oder Themen? Wiederum nicht mit konkreten Beschwerden. Also die Auswirkungen, die waren gigantisch. Ja, kann ich auch bei Bedarf gerne. Erzählt sich dann, ja. Also da war es dann wirklich so, da habe ich wirklich gemerkt, wie an meinem Oberkörper nach und nach gearbeitet wurde. Du hast da ein Bild mitgebracht. Ich versuche das mal so hochzuhalten. Ich hoffe, dass es nicht spiegelt. Links ist, wie es vorher war. Genau. Das sieht, man kann es nicht so gut sehen auf so einem Foto, aber es sieht verzogen aus ein bisschen. Ich will dir nicht zu nahe treten. Aber der Oberkörper sieht ist leicht so. Das war so, ja. Und auf der rechten Seite sieht es so aus, als ob es harmonischer oder in sich stimmiger ist. Genau so ist es. Also das war so. Und ich habe mich auch nach und nach, also das wurde so regelrecht gerade gerückt. Ich habe auch ein paar Kilo abgenommen dann, ich habe mich bewusster ernährt, klar. Ja. Ich habe gemerkt, wie wirklich unter der Brust, ich glaube, das konnte man auf dem Bild auch ganz gut sehen, wirklich, also der Muskel, die Rippe, der Muskel über der Rippe sich dann, also das gerade gerückt wurde so richtig. Und ich habe das gemerkt. Und ich hatte früher, vor 15 Jahren eine Skoliose bei mir diagnostiziert. Aber ich gehe eigentlich generell sehr selten zum Arzt, sagen wir es mal so. Was waren nach dem zweiten Auftrag dann weitere Erfahrungen, die du gemacht hast? Also ich habe noch mehr in meine eigene Mitte gefunden. Also der spirituelle Weg, das wurde auch seine Gebete, Auflösung, das ist für mich, das ist Heilung. Machst du die Gebete und Verfügung? Regelmäßig, jeden Tag, zweimal. Und wenn ich es mal schleifen lasse oder ein paar weglasse, merke ich auch direkt, dann kommen wieder Sachen auf, die prasseln auf mich ein. Ich merke das dann direkt. Ja. Sind die für dich so eine Art, auch sagen wir mal, Schutzmechanismus, nicht nur Ablösungsmechanismus für was vielleicht dran pappt schon, sondern auch Schutzmechanismus, dass keine neuen Sachen rankommen. Ich will ein Beispiel geben, weil ja nicht jeder unserer Zuschauerinnen und Zuschauer da so eine Erfahrung hat. Manchmal ist es zum Beispiel so, wenn man in ein Kaufhaus geht, fühlt man sich hinterher ganz schlapp, ohne dass man jetzt über Besetzung und fremde Wesen sprechen muss, da hat man das Gefühl, oh Gott, habe ich da Energien aufgenommen. Hast du das Gefühl, dass die Verfügung, Gebete, Ablösung auch ein Schutz vor sowas sind?
Absolut, das mache ich auch. Und falls ich mal so im Alltag drin bin, weil wir haben ja alle unsere Aufgaben so und mal Stress, mhm, wenn ich Stress habe und ich mache die Gebete nicht, dann merke ich es total. Aber normalerweise mache ich das, mhm, und dann merke ich diesen Schutz auch wirklich. In deinem Umfeld, bei deinen Kollegen, Freunden, vielleicht Familie, haben Menschen bei dir eine Veränderung bemerkt? Total. Also ich habe ein ganz anderes Umfeld bekommen. Das ist jetzt viel wärmer geworden alles. Mhm. Oberflächliche auch Bekanntschaften haben sich auseinandergelebt. Mhm. Das ist für mich aber okay. Mhm. Ja? Weil jetzt geht es ans Eingemachte, ans Wahre. Und haben manche von deinen näheren Kollegen oder Freunden dann gefragt, Mensch, was hast du gemacht, Karim, oder warum bist du so ein bisschen anders oder so, haben die nachgefragt? Ja, mein bester Freund war vor über einem Jahr bei mir zu Besuch, als Beispiel jetzt nur. Da dachte ich, der ist vielleicht der, der mich noch am ehesten versteht von meinem alten Bekanntenkreis. Ja. Aber selbst bei ihm habe ich gemerkt, er versteht mich nicht mehr so, weil man kommt in so richtigen, so eine Art Sog rein. Ich habe das Gefühl, er macht halt so, er ist halt nicht er selbst, weil er schützt sich nicht. Ja? Er ist sehr lieb, aber er schützt sich nicht, weil er hat das nicht. Deswegen ist das ein göttliches Geschenk für mich, dass ich ihn erkennen durfte und dass ich diese Gebete anwenden darf. Das ist ein göttliches Geschenk. Was glaubst du denn, wovor man oder du dich schützen soll? Auch das wird jemand ganz, der noch keine Sananda-Berichte oder Videos gesehen oder gelesen hat, dich fragen. Wovor muss man sich denn schützen? Wir sind doch alles ganz nette Menschen hier. Ja, ich sag mal, ich merke das auch selber und das habe ich auch schon davor auch so instinktiv so gemerkt, wenn Leute einfach sich immer bei einem, sag ich mal, so mehr oder weniger auftanken, ja, die sagen dann, es gibt ja oft Gespräche, dann sagen, oh, jetzt geht es mir viel besser, ja, oder bestimmte Menschen, es gibt ja Arten von Menschen, die halt immer sich die Probleme anderer anhören, sag ich mal, aber sich vielleicht nicht um ihre eigenen Sachen kümmern. Ja. Mhm. Und das merkt man dann auch schon, ich merke es auch, wenn jemand mich permanent, ja, so eine Art Energieräuber halt, auch wenn die vielleicht das gar nicht wollen. Ja? Genau. Vielleicht bin ich manchmal auch ein Energieräuber, ja, das kann ja auch sein, möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Aber es gibt auch welche, da ist es schon verheerend oft so, ja. Mhm. Und da sollte man schon gucken, dass man immer bei sich bleibt. Ja. Karim, gibt es am Schluss was du Menschen in deiner Generation gerne sagen willst? Sehr gerne. Seid wachsam und bleibt bei euch. Bleibt bei euch. Man findet nur zur Wahrheit, wenn man bei sich bleibt. Nicht im Außen schauen, bei sich bleiben und einfach keine Angst haben. Das ist das, was ich sagen kann. Vielen Dank. Danke, mein Lieber.